Juli 2020 veröffentlichten Autorin Mariana Moser und Co-Autor Andreas Deutsch ihr gemeinsames Buch Kaffeehausgeschichten 2020, die Tratschzentrale. Hierbei wurden heitere Geschichten aus dem täglichen Kaffeehausleben festgehalten. Der bisherige Reinerlös des Buches, insgesamt 1.000 Euro, wurde nun an die Volkshilfe Burgenland gespendet, die damit armutsgefährdete Menschen im Bezirk unterstützt. Volkshilfe Burgenland-Präsidentin Verena Dunst bedankte sich bei den Autoren. Durch diesen großartigen Spendenbetrag ist es uns möglich, zahlreiche Familien im Bezirk zu unterstützen. Ich bin stolz auf Menschen, die sich engagieren, um Menschen in Notlagen zu unterstützen. Wir bedanken uns recht herzlich bei allen Leserinnen und Lesern, die uns mit dem Kauf dieses Buches unterstützt haben, bei der Aktion Österreich hilft Österreich. Wir übergeben jetzt der Frau Präsidentin Verena Dunst 1.000 Euro zur Unterstützung der Volkshilfe. Jo, vielen herzlichen Dank. Erstens, als eine, die das Buch kennt und eine, die mit vielen Leuten spricht, das Buch ist ein Hit. Die Präsentation, aber auch der Verkauf haben gezeigt, Kaffeetratsch und das Buch sind unglaublich wichtig. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor, auch an Sie, Mariana, vielen herzlichen Dank an beide. Vor allem aber auch vielen herzlichen Dank für die 1.000 Euro, sehr, sehr viel Geld. Wir können 3 Familien damit kurzfristig wieder schnell helfen. Und ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen, wer das bekommt. Vor einigen Tagen, und das ist gerade aktuell, hat uns eine Frau, ich darf den Ort nicht sagen, aber es ist in der Nähe hier im Bezirk Hüssing angerufen, dass der Winter kommt, sie hat Angst und sie hat 2 Kinder und sie kann sich keinen Ofen leisten. Wenn es Ihnen recht ist, werden wir der Dame mit den 2 Kindern Alleinerzieherin, noch dazu ohne Familienanschluss, weit zugezogen, einmal einen Ofen kaufen. Und eine weitere Familie, die uns kontaktiert hat, die sich nicht zum Schulbeginn alles leisten kann, der weiteren Familie. Und dann haben wir noch für eine dritte Familie, dank der 1.000 Euro noch offen, freuen wir uns in Ihrem Namen, es ist Ihr Verdienst, uns zu bedanken und in Ihrem Namen diesen 3 Familien zu helfen. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön und ja, Rosa. Danke. Dankeschön. So. Wir dürfen euch ein Dankeschön geben. Danke, herzlichen Dank. Danke. Mir, ja. Frau Präsidentin, heute hat Volkshilfe wieder eine Spende bekommen. Wo können Sie wieder die Leute helfen? Was sagen Sie dazu? Ja, ein Erfolgsduo, nämlich der Herr Professor Deutsch und die Frau Mariana Moser mit ihrem Piazza Café, haben ja Unglaubliches geschafft, nämlich zum ersten ein tolles Buch, wie Sie sehen, aufzustellen mit dem Titel Kaffeetratsch. Und das ist es auch. So unglaublich tolle Geschichten, die Menschen im Kaffeehaus erzählen. Und die liest man auch sehr gerne. Ich habe es natürlich auch gelesen. Das ganz Besondere an diesem tollen Buch ist aber nicht nur der Inhalt, sondern auch gleichzeitig, weil beide, der Herr Professor Deutsch und die Frau Moser, gesagt haben, wir wollen aber auch was Gutes tun. Sie tun was Gutes, die Volkshilfe hat heute, der Herr Geschäftsführer und meine Wenigkeit, 1.000 Euro bekommen, sehr, sehr viel Geld. Damit können wir mindestens 3 Familien wieder helfen. Und ich bedanke mich noch einmal für eine großzügige Spende an die Volkshilfe. Bei uns bleibt 0 Euro. Wir nehmen das aus unserer normalen Arbeit in der Hauskrankenpflege und so weiter mit. Wir verrechnen gar nichts für den Durchlauf an Menschen, sondern können hier einen guten Gedanken tun, helfen und unterstützen. Diese 1.000 Euro werden im Bezirk Güssing bleiben und 3 Familien, denen wird es einfach besser gehen. Und die 3 Familien haben Sie schon? Wir bekommen, ich sage es ganz ehrlich, jeden Tag 3 bis 4 mindestens Ansuchen, Hilfeschrei. 3 bis 4 mindestens. Wir bearbeiten die. Mir ist wichtig, dass beispielsweise in diesem Bezirk, wo eine Benefizveranstaltung für die Volkshilfe, und wir bekommen Gott sei Dank sehr viel Geld, wenn wir es auch brauchen, die bleibt im Bezirk. Dieses Geld, diese 1.000 Euro werden daher im Bezirk, wo sie verdient worden sind, durch beide auch bleiben. Wir wissen schon, wer sie bekommt. Es ist Schulanfang, es ist Corona. Corona hat die Situation verstärkt. Es gibt auch im Bezirk Güssing sehr viele Menschen, die arbeitslos sind oder in Kurzarbeit. Und das merken die Familien natürlich.
Dementsprechend wird eine Dame, die sich keinen Ofen leisten kann, für sich und ihre Kinder, und es wird Herbst, bekommen die zweite Familie ein tragisches Schicksal. Sie verstehen, dass ich darüber nicht offen reden kann, werden wir weitergeben. Und die dritte Familie wird sich leider locker finden, weil wir immer xxx Spendenaufrufe haben. Und wir müssen dann immer schweren Herzens für eine entscheiden. Mit diesen 1000 Euro können wir wieder weiter entscheiden und helfen. Dann können wir nur sagen, bitte helfen Sie, dass die Volkshilfe weiterhelfen kann. Ja, vielen Dank. Genau dieser Aufruf am Ende ist sehr wichtig. Kein Euro, der verloren geht. Es gibt keine Kosten, es gibt keine Unkosten, die wir verrechnen. Es geht 1:1 zu den Menschen weiter. Und dazu stellen wir uns als Volkshilfe natürlich gerne in die Verpflichtung gegenüber den Familien, Menschen, vor allem aber Kindern. Und ich rufe daher auf, wir können jeden guten Euro brauchen, denn wir haben jeden Tag 3 bis 4 Ansuchen. Und das sind Ansuchen, wenn man die liest, dann wird es einem nicht ganz gut gehen. Weil das sind Menschen, die dringend Hilfe brauchen, rasche Hilfe und unbürokratische. Dafür steht die Volkshilfe. Dann sagen wir nur, Leute, bitte helfen. Und ich bin froh, die Spendekonto werden wir einblenden. Dankeschön. Ich danke Ihnen, dass Sie da sind. Professor Deutsch und Frau Moser, ihr habt ja gemeinsam was auf den Weg gebracht. Und zwar ein Buch mit dem Titel Café Tratsch. Interessanter Name, weil wir haben eine Sendung Café Tratsch. Aber wie seid ihr auf die Idee gekommen, so ein Buch zu schreiben? Ich bin bei der Frau Moser Stammgast und eines Tages kommt die liebe Mariana zu mir und sagt, du, wir könnten eigentlich den ganzen Zirkus, den wir hier sehen, aufschreiben. Und das hat funktioniert. Und das noch für einen guten Zweck. Und das hat wunderbar funktioniert. Und wir bedanken uns bei allen Leserinnen und Leser für die ganze Unterstützung. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt damit. Und natürlich kommt ein zweites Band, oder? Vorgesehen, zweite Band? Ja, einige der Personen, die wir noch nicht erwähnt haben im ersten Band, haben bei uns urgiert und wollen unbedingt im zweiten Band erwähnt werden. Daraus folgt, im nächsten Sommer kommt ein zweiter Band. Aber wie groß war die Auflage bei diesem Band? Das weiß die liebe Frau Mariana besser. Die 120, 130, wenn nicht schon 200 Exemplare, genau richtig. Das heißt, mehr kann man sich nur jetzt freuen auf die zweite Band. Unbedingt. Juli, August 2021 heißt es wieder bei der Frau Moser vorbeischauen und den zweiten Band kaufen. Wir bleiben dabei. Danke für das Interview. Danke. Danke fürs Kommen.